Züge und Radiotechnik. Am 5.9.2020 veranstalteten die Magdeburger Eisenbahnfreunde eine Sonderfahrt nach Ferropolis. Ein Triebwagen kam aus Braunschweig und zwei weitere kamen von Möser nach Magdeburg gefahren. Dort wurden die Züge vereinigt, fuhren über Köthen und Dessau dann nach Ferropolis. Die Triebwagen gehören CLR. Hier sehen wir den wunderbaren Sonderzug in Dessau-Waldersee bei der Jonitzer Mühle. Nun befinden wir uns im Gleisdreieck von Oranienbaum. In Oranienbaum wurde Kopf gemacht und dann ging es weiter nach Ferropolis. Thank you.
Verfolgungsjagden sind schon toll. Nun haben wir Ferropolis fast erreicht. Wir sind beim Stellwerk 31, kurz vor Ferropolis. Ihr habt es schon gehört, jetzt machen wir einen kleinen Rundflug über diesen Bahnhof. Thank you.
Nun hat der Sonderzug Ferropolis Arena erreicht. Hier wurden die Triebwagen auch nochmal getauscht, damit sie dann in der richtigen Reihenfolge wieder zurückfahren können nach Braunschweig bzw. Möser. Ja, nachher noch ein bisschen. Gegen 17 Uhr fuhr der Zug dann wieder zurück, hier wieder zu sehen beim Stellwerk 31, kurz hinter Ferropolis. Auch auf der Rückfahrt lieferten wir uns wieder ein Wettrennen. Bevor der Sonderzug in Oranienbaum einfahren konnte, musste erst die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn den Bahnhof Oranienbaum verlassen und in Wörlitz ankommen.
Es musste wieder schnell gehen, deshalb nur eine Handyaufnahme von der Ausfahrt in Oranienbaum. Nun verlässt der Sonderzug die Infrastruktur der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Wir befinden uns nun in Dessau in der Albrechtstraße. Die letzte Aufnahme kommt. Der Sonderzug fuhr dann von Dessau nach Magdeburg, dieses Mal auf den direkten Wege dorthin, und dort habe ich ihn auf der Elbbrücke in Roßlau gefilmt.